Hi Leute, ich wollte heute noch mal kurz ein Video zu ein paar Fragen machen, weil jetzt ist ja der Start vom Happy Life Kurs und da haben mir einige geschrieben, zum Beispiel, sie sind noch nicht vegan oder vegetarisch und essen manchmal noch Fleisch oder dieses oder jenes, ob der Kurs dann auch was für sie ist oder sie essen noch nicht 100% Rohkost, haben auch einige gefragt und ob der Kurs dann trotzdem was für sie ist. Und ja, das wollte ich mal einfach beantworten. Und zwar, ja, also der Kurs ist so ausgelegt, dass er wirklich, egal wo du gerade bist, ich gebe dir da auch wirklich Mittel und Wege an die Hand, einfach schrittweise die Ernährung umzustellen. Das heißt, wenn du als Beispiel bei Ölen anstatt erhitzte, denaturierte Transfette zu verwenden, also ein Standardöl, das überall verwendet wird, in ganz normalen Küchen, zu ersetzen, schrittweise erst kaltgepresste Öle zu verwenden, also immer natürlicher zu werden und dann überzugehen, dass man nur noch natürliche Fette benutzt, wie Nüsse, Avocado, Kokosfleisch und solche Sachen. Genau. Also egal an welchem Punkt du gerade bist mit der Ernährung, es ist immer hilfreich und es ist eher gerade für Leute, die noch nicht so weit gehen sind mit Rohkost. Da gehe ich noch viel mehr drauf ein in den einzelnen Videolektionen, genau. Und es ist eben auch so, es gibt bei dem Kurs einfach 30 Tage Zurückgarantie. Das heißt, es ist völlig wurscht. Du kannst dich eintragen. Ich freue mich dann auch, ja, wenn ich Feedback von dir kriege. Wenn, ja, wenn es dir noch nicht so weitergeholfen hat an dem Punkt, wo du gerade bist. Und dann kann ich das ja mehr darauf anpassen und noch mehr darauf eingehen. Genau. Deswegen, ja, ihr könnt euch einfach eintragen. Wenn ich notfalls, wenn es euch nicht gepasst hat, wenn das nicht ansprechend für euch war und euch an dem Punkt, wo ihr gerade seid, nicht weitergeholfen habt, genau, könnt ihr dann einfach wieder zurückgeben. Wie gesagt, 30 Tage. Ja. Aber das wollte ich nur mal kurz beantworten. Genau. Und das war es eigentlich soweit. Und dann, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Hier aus dem Schnee jetzt diesmal. Total lustig. Ja, ist zwar jetzt wieder gerade ein bisschen wärmer, aber heute früh hat es geschneit oder heute Nacht und ja, jetzt schmilzt gerade wieder alles. Heute früh war noch alles weiß. Voll cool. Aber ansonsten macht's gut, euch noch einen schönen Tag. Ciao.